Komm schon, Leute, Zufallsbegegnungen. Ah. Nein, 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 nein. Ein Schwammflor hat das. Ich hasse Floatas als Gegner. Floatas sind die schlimmsten. Sag mal, hast du gerade Floata für 73 Trefferpunkte getroffen? Wie krank ist denn das? Alter, die metzeln die Viecher besser nieder wie ich. Oh. Ja, die Milis sind besser gegen die Floatas. Ich stelle es immer wieder fest. So, da ist einer weg. Da ist einer tot. Nicht tot. Und noch einer tot. Tot. Und nochmal. Okay, der lebt immer noch. Boris, zeig's ihm. Wenn nicht, dann macht Zulik den Rest. Sag ich doch. So. Leute, Zufallsbegegnung. Es kann doch nicht so schwer sein. Ach ja. Da kamen zwei Zufallsbegegnungen so schnell hintereinander. Einmal die Giftmüllhalle und dann das Café der zerstörten Träume. Und jetzt kommt wieder ewig lang gar nichts. Das ist doch ein schlechter Witz. Und was ist jetzt? Ein Schwarm Floatas, die werde ich mir nicht antun. Die sind vor allem hier wieder bestimmt irgendwie drin. Aliens. Naja. Schwuppdiwuppdiwupp. Selber Crap wie immer. Die sind doch alle immer sehr gleich angeordnet. Immer in diesem komischen Sechseck oder kreisförmig oder achteckig oder. Ja gut, es sind nur sechs Gegner, also können sie nicht achteckig angeordnet sein. Jedes Mal dieselbe Formation, da hätten sie auch irgendwie variieren können. Aber wahrscheinlich haben die Spielentwickler nicht damit gerechnet, dass es Idioten gibt, die die ganze Zeit nur durchs Ödland reisen, damit sie alle Zufallsbegegnungen bekommen. Könnte ich mir vorstellen. So, du stirbst. Du stirbst. Und du stirbst. Ach, der unten ist gar nicht gestorben, der ist nur bewusstlos. Jetzt ist er tot. So Leute, jetzt habe ich ein gutes Gefühl. Jetzt kommt bestimmt gleich eine Zufallsbegegnung. Ah, von wegen. Wieder nur abgefuckte Aliens. Oh Fortuna, wo bist du nur? Was tust du mir in dieser schweren Stunde an? Diese verdammten Zufallsdrecksdinger. Sag dein Hintern, leb wohl, solange du noch kannst. Aliens sind so scheiß Gegner. Die geben viel zu viele Erfahrungspunkte für das, was sie drauf haben. Nämlich gar nichts. Die haben wirklich nichts drauf. Ist auch schon wieder tot. Und der verreckt jetzt bestimmt auch gleich. Oh nein, er hat sogar überlebt. Und läuft direkt in die Fänge von meinen Milis. Und wird natürlich gnadenlos niedergemetzelt, ist ja klar. Und Level up. Goris hat bei einigen Fertigkeiten dazugelernt. Sehr schön. Also, meine Begleiter bekommen doch noch Level ups. Zumindest ab und zu mal irgendwer. Wie gesagt, die Begleiterlevel sind ja leider vom eigenen Level abhängig. Die haben leider keine eigenen Erfahrungspunkte. Würde ich besser finden, weil dadurch hätten sie schon viel höheres Level.
Aber die werden ja auch um einiges stärker. So. Das ist jetzt nicht euer Ernst, oder? Oh. Na gut. Dann muss ich sie wohl doch bekämpfen. Da kann man wohl nichts machen. Ich hab's versucht, Leute. Ich hab's versucht, kampflos zu machen. Aber die Gegner wollen ja nicht. Die wollen ja unbedingt sterben und mir Erfahrungspunkte geben. Ja. Sehr schön. Die Milis kümmern sich um die Floatas. Das ist perfekt. 23, 11, 22, 3, 21, 27. Oh, da schmilzt er wieder. 216 Trefferpunkte, ist gar nicht mal so wenig. Ich könnte als nächsten Perk dann diese 5% zusätzliche Crit nehmen. Dann treffe ich noch öfters kritisch. Verbessert allerdings überhaupt nicht meinen Schaden. Weil kritisch treffen tue ich jetzt eh schon so oft. Aber mal gucken, was ich mache. Ich muss erstmal nochmal zwei Levels bekommen. Ich hoffe, dass ich keine zwei Level-Ups mehr bekomme bei diesem ganzen Schmarrn hier. Ich hoffe, dass ich endlich... Ne, ich habe jetzt keinen Bock mehr. Ich habe jetzt keinen Bock. Na, jetzt greifen die zuerst an. Ja, komm her, du blöde Sau. So, du nochmal, damit du stirbst. Tja, die in erster Reihe sterben immer zuerst. 34, 25, 24, wunderbar. So, ja, sag ich doch, die in erster Reihe sterben immer zuerst. 21, 20, 68 und tot. Natürlich verfehle ich. Ach komm, zweimal verfehlen mit 95% Sicherheit. Das ist unmöglich, sowas, ey. Was habt ihr... Habt das Spiel schon mal irgendwie... Cassidy, du kannst mir doch nicht ein... Du kannst doch nicht mich treffen. Was fällt dir ein? Der drückt mir da mehr Damage rein wie alle Gegner zusammen. hat die mit der Faust totgeschlagen. Oh Gott, Sulik, ey. Oh, ich habe nicht mehr genug Aktionspunkte für einen Hammer. Hey, der hat nicht mehr für Lebenspunkte. Ich hau ihn schon mit der Faust tot. Ach, komm. Ich sage immer, Floatas sind so starke Gegner. Und Sulik ist hier... Ach, du Scheiße. Das ist schon irgendwie cool. Nein, nein, nein. Gegen die kämpfe ich jetzt nicht. Komm her, komm her, komm her, komm her. Ich brauche noch eine Runde. Nein. So, kein Bock gegen 6 von diesen Floaters zu kämpfen. Das dauert viel zu lange. Und wenn ich so nah am Rand bin, dann kann man das schon mal so lösen. Einige Aliens. Ja, wenn ich schon mal die Wahl habe, dann natürlich nicht. Todeskrallen würde ich noch nehmen, ansonsten nichts mehr. So beginnt es einer Karawane. Oh, die ist schon ziemlich gut ausgestattet. Können nähert sich dem Boss mit Waffen. Ah ja. Dann mag ich auch gar nicht mit euch handeln. Wir sind hier im Ödland. Waffen sind ja normal. Ein Erdzentauren. Nö, danke. Nur noch Zufallsbegegnung und vielleicht Todeskrallen. Na komm. Das lohnt sich gar nicht, dass ich hier weglaufe. So schnell wie die sterben. Ja, was soll man zu dem Elend noch sagen? Wird noch ein bisschen dauern, Leute. Mehr kann ich dazu nicht sagen.
Ich hatte echt gehofft, das geht schneller, aber wir. Die ersten zwei gingen auch so schnell. Das Café und die Giftmüllhalde und dann ewig gar nichts. Der lebt noch, oder? Ja, der hat noch gelebt. Was sagt er? Ich schlag dir die Zähne aus und nehme sie als Würfel. Okay. Das nennt man wohl gezinkt der Karten. Oder gezinkte Würfel in dem Fall. Ja, Zufallsbegegnung. Zufallsbegegnung. Man kann doch gar nicht so viel unverschämtes Glück haben, oder? Unverschämtes Pech haben. Eine Riesenhorde Aliens. Nö. Auf jeden Fall habe ich schon mal hier... Nein, ich möchte auch jetzt keine Aliens begegnen. Na komm schon. Ach ja. Tja, Leute, ich werde weitermachen. Ich werde weitermachen. Ich werde ewig weitermachen, bis ich alle Zufallsbegegnungen habe. Ich... Ja. Ja, aber was... Ach ja... Ich könnte ja ein anderes Thema anschneiden, und zwar mein nächstes Let's Play. Also, wenn ich diese Aufnahme hier hochlade, werde ich wahrscheinlich Fallout New Vegas schon fast komplett durchgespielt haben, denke ich mal. Weil ich denke, das wird Part 130 oder so sein, und ich habe den ersten Part heute hochgeladen. Ich habe heute den ersten Part hochgeladen. Ich lade eigentlich meine Let's Plays immer drei Let's Plays gleichzeitig hoch und immer täglich abwechselnd. Das heißt, jeden dritten Tag vom selben Let's Play einen Part. Das heißt, ich werde wahrscheinlich dieses Let's Play hier ein ganzes Jahr lang hochladen, wenn ich jetzt schon bei Part 120 bin. Wenn nicht sogar schon noch mehrere, man weiß es ja nicht. Vielleicht sogar noch länger wie ein ganzes Jahr. Wie gesagt, ab 120 Folgen wäre es eigentlich ein ganzes Jahr. Weil wir müssen das ja immer mal reinnehmen. Ist so, dass ich in einem Jahr wahrscheinlich dann Fallout New Vegas auch schon längst durchgespielt. Ich denke mal, dass ich schon durchgespielt habe. Ich werde nämlich Fallout New Vegas ziemlich bald anfangen. Sobald ich mit diesem Let's Play fertig bin, werde ich Fallout New Vegas Let's Playen. Und... Das wird auf jeden Fall interessant werden. Fallout New Vegas ist halt nicht mehr so im Fallout 1 und 2 Flair. 34. Da wird Megoros wahrscheinlich gleich sterben. Autsch. Gut, dann darf ich mal speichern und schauen, wie viele Lebenspunkte Godos noch hat. Ach, 65, das geht sogar noch. Wenn ich jetzt nicht aus Versehen Godes treffe, dann sollte es kein Problem geben. Und so. Dann sollte das passen. Dann haben wir Godes auch noch gerettet. So, bitte geht doch. Da steht er wieder auf und kämpft weiter, als wäre nichts gewesen. Haut das Viech um. Sulik haut das zweite Viech um. Wunderbar. Na, Todeskrallen sind schon geile Gegner. Keine Ahnung, Todeskrallen waren... Was ist denn los? Wieso noch im Kampf? So, Todeskrallen waren schon immer meine Lieblingsgegner in Fallout. Das hat schon in Fallout 1 angefangen, wo man im Boneyard war. Da gab es ja auch diese Mutter-Todeskralle und keine Ahnung. Das hat mir da schon richtig Spaß gemacht, gegen die zu kämpfen, weil es einfach so richtig fiese Viecher waren. Daher waren Todeskrallen von Anfang an schon irgendwie meine Lieblingsgegner. Ah, Todeskrallen und Aliens. So. So. Genau, Fallout New Vegas wird ein cooles Let's Play werden. Da werde ich auch versuchen, alles, da werde ich mit allen DLCs und so weiter durchspielen. Ich werde wahrscheinlich Fallout New Vegas gleichzeitig mit Fallout 2 hochladen. Wobei ich das eigentlich nicht vorhatte, aber wenn ich mir überlege, wenn es noch ein Jahr dauert, bis ich das fertig hochgeladen habe.
Ah, ich glaube. Ja, wenn es noch ein Jahr dauert, dann könnte es schon sein, dass ich Fallout 2 und Fallout New Vegas gleichzeitig hochlade. Klingeling. So. Das dürfte es gewesen sein für das Alien. Das sah schmerzhaft aus. Das sieht sehr schmerzhaft aus. Ja, 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 er rutscht noch. 137. Trefferpunkte. Das ist viel. Und tschüss. Tatsächlich, er hat es wirklich geschafft, eine zu killen. Also ihr seht schon, die Strategie, dass ich mich immer auf mehrere konzentriere, scheint besser zu sein. Was? Wieso dürfen die zweimal angreifen? Ah, jetzt muss ich laden. So. Jetzt brezelt sie um. So, eine. Zwei. Ah, die schaffen es nicht alle zu killen. Die schaffen es wirklich nicht alle zu killen. Das ist echt erbärmlich. Was seid ihr für scheiß Begleiter? Stell dir mal vor, die Begleiter wären genauso stark wie ich oder so intelligent wie ich, sage ich jetzt mal, als Spiel, als Figur. Dann wäre das Spiel. Keine Ahnung, dann wäre das Spiel viel zu einfach irgendwie, weil. Ah ja, getötet. Ich meine, das Spiel ist so schon ziemlich einfach. Ich habe es jetzt eh schon auf schwer gestellt, aber ab einem gewissen Grad vom Spiel ist es einfach Freebin, sag ich mal. Zumindest als Fernkämpfer. Ich weiß jetzt, wie gesagt, nicht, wie es als Nahkämpfer ist. Also ich glaube, das wird das ganze Spiel über interessant bleiben. Wobei natürlich, wenn du ein Nahkämpfer bist, machst du deine Begleiter einfach komplett voll mit lauter Fernkämpfern. Und während du dann die Gegner aus der Nähe tankst, sage ich jetzt mal in Anführungsstriche, können die dann von hinten schön gemütlich draufhauen. Das könnte man auch mal probieren. Ist halt natürlich am Anfang vom Spiel dann etwas schwer. Ich hoffe, man hat es nicht gehört. Ich habe gerade genießt. Wow, Zentauren, es leben noch 5 Stück. Normalerweise fallen die viel schneller. Oh, da waren es nur noch 4. 3. Ach komm, stirb. Und gefällt dir das? Ja, das war's. Okay, ich habe schon wieder bald ein Level ab. Jetzt bin ich schon Level 40. Ich glaube, ich sollte echt mal aufhören. Aber ich will diese verdammten Zufallsbegegnungen haben. Das ist doch nicht so schwer zu verstehen. Ich bin mir nicht sicher, ob noch ein oder zwei fehlen. Ich hoffe, es fehlt nur noch eine. Und die ist nicht mal so wichtig. Aber trotzdem, ich möchte alle haben. Ich lasse mich jetzt. Ich habe selber schon keinen Bock mehr. So, egal. Ich versuche jetzt möglichst viele Kämpfe ausfallen zu lassen. Wir sind jetzt eh schon zu mächtig. Ja, ich kann ja auch nicht großartig viel unternehmen. Ich kann eigentlich die ganze Zeit nur hoffen. Wie weit kommen wir hier bis hierher und hier kommen wir. Ach, dann ist das wahrscheinlich der kürzere Weg. Man kann übrigens in Fallout 2 nicht mehr zweimal hintereinander in den Kampf reingehen. In Fallout 1 ging das noch, da konntest du in den Kampf gehen, dann bist du automatisch aus dem Kampf raus, wenn deine Aktionspunkte weg waren. Und dann hast du wieder A gedrückt für den Kampfmodus, so schnell wie es ging. Dann hast du es teilweise noch geschafft,
dass du nochmal in Kampf rein bist und das konntest du die ganze Zeit machen. Aber das geht in Fallout 2 irgendwie nicht mehr. In Fallout 2 bist du dann automatisch im Kampf, ne? Da kommt dann automatisch irgendein Gegner angerannt. Der ist dann einfach schneller, wie du sein könntest. Wahrscheinlich deswegen so programmiert, dass man sich nicht aus irgendwelchen blöden Situationen einfach so rausschummeln kann. Okay, jetzt sind wir weit ab von irgendeinem Rand. Dann müssen wir mal wieder kämpfen. Ich liebe es. Das ist eine geile Todesanimation, wenn er so richtig zerfetzt. Kann es eigentlich sein, dass meine Begleiter automatisch nach dem Kampf immer nachladen? Mir kommt es zumindest so vor, weil ich habe sie im Kampf noch nie nachladen sehen. Der Einzige, der so blöd ist und das immer wieder vergisst, bin ich. Weil Markus hat genauso wenig Schuss wie ich eigentlich. Der hat auch nur 12 Schuss oder so. Tut aber nie nachladen. 10 von 10 Schuss, tatsächlich. Sobald der out of fight kommt, tut der nachladen. Jetzt habe ich aus Versehen Kampf gedrückt. Wollte ich gar nicht. Er hat 205 Trefferpunkte. Das ist gar nicht mal so wenig. Kriegt aber auch keine Level-Ups mehr, habe ich das Gefühl. Nein, keine Feuergeckos, bitte. Wir haben kein Glück, Leute. Wir haben kein Glück. Nein, so knapp. Da bräuchte ich noch ein paar Level-Ups. Dann hätte ich den Bonus, wie heißt das, mehr Bewegung. Da kann ich dann noch 2 Schritte laufen, die mich keine Aktionspunkte kosten. Den kann man dann auch 2-mal wählen. Dann kann ich insgesamt 16 Schritte weit laufen. Ah, verdammt. So. 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 Schau mal, jetzt haben die eigentlich mit dem Kampf angefangen. Jetzt dürften die theoretisch eigentlich nur eine Runde haben. Aber aus irgendeinem scheiß Fehler haben die, glaube ich, auch 2 Runden. Also total... wir das nicht gut finden. Hm. Seht ihr, meine Begleiter sind jetzt schon wieder in der 2. Runde. Oder? Sulik durfte 2-mal. Keine Ahnung, wie das berechnet wird. Also wenn das wirklich jemand weiß und immer noch in diesen Parts zuschaut, wie ich durchs Ödland streife, die wahrscheinlich... ja, wahrscheinlich schaut sich das sowieso keiner an. Wenn das wirklich jemand weiß, wie das berechnet wird oder wovon das abhängig ist, dass jemand 2 Züge hat, das würde ich gern wissen. Das sollte mir mal mitteilen. Ich glaube dafür, dass es einfach nur irgendein scheiß Fehler ist. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das normal ist. Nein, ich möchte gar niemanden begegnen. Na komm, ich will doch nur so einen kleinen grünen Kreis haben mit einem Blitz drin. Oh, Todeskrallen und... ah, oh, dann gibt es jetzt hier mal wieder ein Level-Up. Schau mal, vielleicht kommen diesmal ja beide. Komm schon, den machst du... was? Nur ein Angriff? Warum das? Jetzt hat zum Beispiel Cassidy nur einmal angegriffen. Das dürfte auch nicht sein, weil er eigentlich 2-mal angreifen kann von den Aktionspunkten her. Naja, schön, dann kümmere ich mich mittlerweile um die Todeskrallen. Da fehlt sowieso eine Todeskralle. Todeskralle, 90 von 170 Trefferpunkten und schwingt Kralle.
Ja, haut's um. Haut's um. Immer noch nicht, okay. Die haben doch schon wieder zwei Züge gehabt, oder? Nee, die Todeskranken kommen jetzt erst. Natürlich. Haha, zweimal Crit und umgebrezelt. Cassidy hat verfehlt. Oh, Cassidy, komm. Bräuchte mal wieder ein Level up. Die zwei Milis kümmern sich um das Alien. 26, 3, 1, 20. Das dürfte es gewesen sein, oder? Nein, es lebt immer noch. Tote Todeskralle. Keine Munition. Oh. Die nächste Tote. Und wieder eine Tote. Und noch ein totes Alien. So, Level up. Juhu. Hat ein Charakter mal wieder. Nein. Und 91 Lernpunkte schon wieder. Machen wir mal einen Turbusch auf 100%. So, dann sind wir wieder auf 71. Ich bekomme pro Level Up jetzt 20 Fertigkeitspunkte. Das ist natürlich ein Haufen. Dim, di dim, di dim, di dim. Das ist mir egal. Ich komme hier nicht raus. Ich habe zu wenig Aktionspunkte. Was machen meine Begleiter? Jetzt bin ich mal. Ja, Sully geht natürlich gleich voll auf Konfrontation. Ist ja klar, was anderes kann der gar nicht, der Kerl. Ah ja. Aber die Gegner, glaube ich, dürfen jetzt auch nochmal angreifen. Weil wir sind schon wieder in der zweiten Runde. Ach nee, dürfen sie nicht. Okay. Gut. Ach komm, es kann doch nicht so schwer sein, dass da jetzt eine Zufallsbegegnung kommt. Das gibt's doch nicht. So viel Pech. Und Floatas. Gorus, du bist echt nervig. Aber es geht, glaube ich, schneller, wenn ich flüchte, wie wenn ich mich jedes Mal im Kampf stelle. Dim, di dim, di dim, di dim, di dim. Ja. Mir fehlen die Worte. Mir fehlen absolut die Worte zu diesem Unglück. Und wieder weglaufen. Es muss doch jetzt, also ganz ehrlich, von der Statistik her müssten schon längst Zufallsbegegnungen gekommen sein. Wir gehen schon Jahre durchs Ödland. Naja gut, Jahre sind es nicht. Halbes Jahr, glaube ich. Der erste im Januar Anfang. Ja, wohl, könnte vielleicht sogar schon ein Jahr sein. Oh Gott, wir müssen schauen, nicht, dass uns irgendwann die Spielzeit ausgeht. Muss ich nochmal gucken, wie viel das war. Das kann uns natürlich auch passieren, wenn wir zu oft zu lange durchs Ödland streichen, dass uns irgendwann die Spielzeit vom Spiel selber ausgeht. Dann werde ich mir wirklich nicht alle Zufallsbegegnungen reinziehen. Dann müssen wir auf ein paar verzichten, auf die letzten ein oder zwei, wie viel es noch sind. Und die Fertigkeit Naturbursche ist nicht abhängig davon, wie hoch das geskillt ist, weil jetzt habe ich nur 35 bekommen. Ach, kommt schon. Muss das sein?
Zufallsbegegnung. Ja. Genau. Natürlich. Und so weiter. Passiert dir eh nichts. Oh, schon wieder Todeskrallen und Aliens. Die will ich mir dieses Mal nicht unbedingt reinziehen. Ah, ich kann sogar mit einem Schritt raus. Wenn ich da oben hinlaufe. Sehr schön. Das hätte ich früher wissen müssen. Hätte ich mir ein paar Runden immer sparen können. Bei dieser Karte. Na, ganz toll. Was sind das? Goldgeckos. Goldgeckos. Warum muss ich mit sowas wie Goldgeckos kämpfen? Das sind nicht mal richtige Gegner. Ja, die hauen sogar ab, weil sie so schwach sind. Warum sind hier überhaupt Goldgeckos in der Region? Das ist voll die heftige Region mit Todeskrallen. Warum überleben hier so Goldgeckos überhaupt? So. Ich muss zu weit oben sein. Da kommen solche Gegner dann, wie es aussieht, nicht mehr. 1000 Erfahrungspunkte immerhin. Ich brauche schon über 30.000 Erfahrungspunkte fürs nächste Level ab. Das wird nichts mehr. Das wird nichts mehr mit den Zufallsbegegnungen. Und wer war schneller? Die Flo hat das. Ist mir egal, ich renne trotzdem raus. Ich habe sogar einen zweiten Zug. Sehr schön. Wahrscheinlich, weil ich nur gegen einen Gegner gekämpft habe. Die reisen in die andere Richtung, ich reise hier. Lass uns halt schön aneinander vorbeireisen. Was ist denn da das Problem? Wir müssen uns ja nicht jedes Mal bekämpfen. Ihr seid Monster und ich bin ein Monstertöter. Wir können auch in Frieden auskommen. Boah, Feuergeckos. Okay, jetzt habe ich die Schnauze voll. Ihr werdet alle so verdammt verrecken. Ich werde euch sowas von umbringen. Da, friss meinen Plasma, du Wichser. Ja, da kannst auch nichts dafür, dass ich Zufallsbegegnung bekomme. Trotzdem beleidige ich dich jetzt. So, das hast du jetzt davon. So. Ich hoffe, du platzt schön. Boah, du kannst doch nicht Goris verbrennen. Hallo. Ja, natürlich habe ich zu wenig Munition. Okay. Und stirb. Gut, wir werden jetzt mal eine ganz kleine Planänderung machen. Und zwar werden wir langsam mal weiterziehen. Und zwar nach Navarro und dort unser Hauptauftrag mal weitermachen. Wir können danach auch noch im Öl dran rumhauen, aber ich brauche jetzt mal ein bisschen Abwechslung. Ich meine, dort werden wir auch nur kämpfen, aber wir werden nicht immer gegen solche Lappen hier kämpfen, sondern gegen andere Gegner. Nein, nicht Goris. Du ziehst ihm zu viel Schaden, Cassidy. Ja, genau. Lasst mich nur aus. Es wäre viel sinnvoller, wenn ich zwei Runden angreifen dürfte. So. So. Und so.
Auf geht's, Markus. Hau sie um. Nein, du bist so schlecht. Was? Haut überhaupt noch irgendjemand irgendwas um? Oder muss ich jetzt schon alles alleine machen? Na, die Milis natürlich. Die Milis gehen dann wieder ab in Zäpfchen. Dim, di, dim, di, dim, di, dim. Rutsch. Keep rolling, rolling, rolling. Der hat eine Todeskralle mit seinem verdammten Hammer für 122 Trefferpunkte getroffen. Das ist doch nicht normal, oder? So, geht doch. So, dann speichern wir dieses Light mal ab. So, speichere ich jetzt wieder auf Kampf ab. Oh Gott. Noch ein Kampf. Jetzt kommen ganz schön viele Kämpfe. Aber mal wieder eine andere Map, die haben wir schon lange nicht mehr gesehen. Ja, 102 und 79. C18, 10, 37. Wieso hat der nur so wenig Lebenspunkte? Manchmal ist es schon komisch. Manchmal haben irgendwie Gegner gar nicht so viele Lebenspunkte. Jetzt trifft er wieder nicht mehr. Gibt's doch nicht. So. So. Und ja, komm, den da unten noch. So, haut ihr den Rest um. Es geht doch. Und weiter geht's nach Navarro. Jetzt. Nein, ich möchte keinen Todeskrallen begegnen. Hey Leute, nervt mich nicht. Manchmal will man viele Begegnungen haben, da kriegt man gar nichts. Dann will man keine Begegnungen haben, dann bekommt man tausende von Begegnungen. Was ist denn da los? Murphys Gesetz oder was? Okay. Naja gut, dann nähern wir uns eben der Basis nur ganz langsam. Das ist mir auch egal. Ich habe Geduld. Mal schauen, ob ihr sie auch habt. So. Und weiter geht's. Und 3, 2, 1 ist Begegnung. Hat sogar ein bisschen länger... Ach du Scheiße. Nee, ich habe jetzt keinen Bock auf so eine Begegnung. Also finde ich das sehr cool, aber das dauert mir jetzt einfach zu lang. Und Todeskrallen oder Aliens? Ich sag Todeskralle. Wer wird mich angreifen wollen? Alien. Jetzt im neuen Film. Alien versus Todeskralle. Wir dich reißen in Stücke. Ja, ja, macht ihr nur. Ich werde gar nicht gefragt, ob wir überhaupt hier angreifen, ne? Ihr macht ja sowieso, was ihr wollt. Ich wollte gar nicht kämpfen und die hauen schon wieder zwei Aliens um. Das gibt's doch gar nicht. Aliens sind einfach beschissene Gegner. Und schon wieder eine Begegnung. Hey, geht's noch? Ah, komm schon. Komm schon. Lass mich jetzt bitte rauslaufen. Wäre auch zu schön gewesen, wenn das jetzt funktioniert hätte. Jetzt umzingeln sie mich wahrscheinlich so, dass ich gar nicht rauslaufen kann. Könnte passieren. Nee, jetzt nicht mehr. Ich glaube, da müssen sie schon zu 5 sein. Obwohl, den Towern, glaube ich, sind größere Gegner. Ich glaube, die könnten mich sogar umstellen.
Komm, der geht. So. Das wäre ja sonst aber umsonst gewesen, wenn wir nicht den wenigstens umgehaut hätten. Schon wieder. Irgendwas ist jetzt kaputt, oder? Das ist doch nicht normal, dass jetzt so viele Begegnungen kommen. Hey, verdammt, wir hätten sogar Zeit gehabt, gar nicht in Kampf zu kommen. Egal. So, und weiter geht's. Wow, wir können echt mal zwei Felder reisen, ohne dass wir eine Begegnung haben. Fantastisch. Ja, eine Zufallsbegegnung! Okay, wir haben endlich noch eine Zufallsbegegnung. Welche überspeichere ich denn? Brahmin. So, was sehen wir hier? Wir sehen Überreste von einem Brahmin. Überreste von Dorfbewohner. Was ist das alles hier? Du siehst Knochen. Du siehst Leichen. Diese Person scheint einen sehr schmerzvollen Tod gestorben zu sein. Großer Haufen Knochen. Also hier ist überall alles tot. Zerstört und kaputt. Und da haben wir einen Fels. Keine Ahnung, was dieser Fels bringt. Auf jeden Fall liegt er da. Und dann haben wir hier... du siehst einen struppigen Hund, der jeden Moment tot umfallen könnte. Okay. Parias. Okay, er tut uns nicht folgen. Normalerweise würde uns dieser Hund folgen. Aus irgendeinem Grund mag er das jetzt allerdings nicht tun. Deswegen ist es so, dieser Hund ist der Unglückshund. Und normalerweise folgt er einem. Dieser Hund hat mehrere kahle Stellen und er sieht fast aus wie eine wandelnde Leiche. Dieser Hund kann ziemlich viel Scheiße fabrizieren. Normalerweise würde er einem folgen und einem extrem Unglück bringen. Deswegen sollte man diesen Hund irgendwie umbringen. Er heißt aber nicht umsonst Unglückshund. Es kann ziemlich viel Scheiße passieren. Schauen wir mal, ob wir Glück haben. Oh. Diese 100 mehrere kahle Stellen. Er hat. Ja, komisch, er hat noch 339 Trefferpunkte gehabt. Kritisch. Paria-Hund wurde kritisch für 74 Trefferpunkte getroffen. Das Tier hustet Blut. Bla, Paria-Hund wurde getötet. Hm. Ja, ich werde das mal so stehen lassen und werde mich mal ein anderes Mal drüber Gedanken machen, weil normalerweise explodieren ja dann Waffen in den Händen und keine Ahnung, was da noch alles passieren kann. Und Munition verlierst du und ach, es kann einfach alles passieren. Jetzt kommt gar keine Begegnung mehr. Naja. Komm, Enklave-Patrouille, mal wieder zur Abwechslung mal menschliche Gegner. Jawohl. So. So. Du hast mir 11 Trefferpunkte abgezogen. Oh, jetzt bist du tot. Sehr schön. Also, Enklave-Gegner. Ich wollte mich nur ein bisschen aufwärmen, weil, wo gehen wir jetzt hin? Stimmt, wir gehen nach Navarro. Und was ist in Navarro? Stimmt, die Enklave.